Mein Name ist Lena Habert. Ich bin promovierte Chemikerin und bin seit 2011 hier an der Universität Ulm tätig im Bereich Chemie. Also ich bin minus eins im Normalfall, kennt man mich so. Ich studiere Master Informatik, mache gerade meine Masterarbeit und setze mich nebenher ein bisschen für OER und generell Open Data, Open alles ein. Mein Name ist Susanne Kühl, ich komme aus dem Institut für Biochemie und molekulare Biologie. Mein Name ist Gerlinde Fellner-Röhling, ich habe die Professur für Verhaltensökonomik an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Und mein Name ist Rüdiger Brüst. Zunächst freue ich mich natürlich erst einmal, dass ich bei dem Programm und Tag der Lehre dabei sein darf. Das ist natürlich eine große Ehre und freue mich darüber. Bin hier im Moment am Institut für Datenbank und Informationssysteme. Was ich als Lehrende auch mich erfreut oder mich auch erfüllt, das ist der Kontakt zu Studenten. Und das ist genau damit verknüpft mit der Vielfalt der Studierenden in dem Falle. Weil wirklich jeder von denen ist eigene Persönlichkeit mit Stärken, mit gewissen Schwächen, mit Interessen, mit dem Fach verknüpft, mit der Herkunft und so weiter. Und ich versuche auf die Studenten immer so zu kommen, dass sie, wenn sie Probleme haben, weil meistens benötigen sie dann Hilfe, dann sie zu mir auch kommen, ohne Scheu, und dass ich dann versuche, denen auch so weit wie möglich zu helfen. Und das ist eben auch so was, was diese Bewegung von Offenheit dann eben auch unterstützt, dass man allen die Möglichkeit gibt, möglichst auf sowas zuzugreifen. Und da spielt Vielfalt eben eine große Rolle, weil dadurch eben auch Leute aus einem anderen Kontext wieder was an ein anderes Themengebiet reinkommen können, um da sich zu vertiefen zum Beispiel. Ja, wenn wir da insbesondere das Medizinstudium betrachten, dort haben wir ganz unterschiedliche Studierende, auch von der Nationalität gibt es ganz unterschiedliche Nationalitäten, die da kommen. Ja, von dem her haben wir da auch ganz unterschiedliche Charaktere und auch ganz unterschiedliche Lernverhalten bei den Studierenden. Stehen wir vor der Herausforderung, allen irgendwo gerecht zu werden, damit die alle Freude haben am Unterricht. Also für mich ist Vielfalt stark verknüpft mit Interdisziplinarität, weil das auch so mein Hintergrund ist. In der Lehre ist es eben genauso spannend, über den Tellerrand zu gucken. Und letzten Endes haben wir in der Lehre natürlich auch nicht nur die ökonomische Theorie, sondern es ist stark verknüpft mit der Psychologie, mit der Soziologie, mit verschiedensten Bereichen. Und sozusagen jeder bringt da andere Erfahrungen mit, auch von den Studierenden her. Von daher ist es auch wichtig, die eigene Erfahrungswelt einzubringen. Und da gibt es sehr viel Verschiedenes und sehr viele Erfahrungen. Das ist eigentlich ganz schön, das aufzunehmen. Was man allerdings in dieser Vielfalt merkt, und das ist für mich eigentlich der spannendste Aspekt, der ist einerseits sehr herausfordernd, andererseits auch schade, dass die Disziplinen da wenig zusammenarbeiten. Mit sehr kleinen Dingen in der Informatik kann man in den anderen Disziplinen sehr viel erreichen, wenn man mal die gemeinsame Sprache spricht. Das heißt, forschungstechnisch kommt die Vielfalt eigentlich erst nach vielen Jahren so richtig in die Gänge, weil am Anfang einfach mal rausfinden muss, welche Methoden bringen der anderen Seite was. Und dann sieht man eben auch, dass kleine Dinge schon wahnsinnig viel bringen können. Also ich sage, das ist ein wahnsinniger Prozess und die hat wahnsinnig viele Chancen, aber die Herausforderung ist, diesen Sprung zu machen, sich lange, lange wechselseitig anzunähern.